Handel und Städte verlassen sich weiter. Der kanadische Pianist möchte öfter in Deutschland spielen. Auf der Strecke zwischen Ulm-Biberach und zwischen Freiburg-Offenburg fuhren Züge im Pendeln, wie die Sprecherin sagte. Am Montag stellte der Flughafen innerhalb weniger Wochen aufgrund eines Warnstreiks zum dritten Mal regelmäßig Flugbetrieb ein. Der Verkehr mit Zügen, Bussen und Flugzeugen wurde daher unterbrochen. Millionen von Pendlern und Reisenden sowie grosse Teile des Güterverkehrs wurden von den 24 betroffen worden Industriemaßnahmen. Mit den Anrufen nach einer Beschränkung des Streiksgesetzes wurde eine Grenze überschritten, seit DGB State Chief Kai Burmeister Warnung: Streiks sind das Recht der Mitarbeiter und als Druckmittel unverzichtbar.